Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, kleine Sternzeichenrunde, Quartalshoroskop vom 22. Dezember dieses Jahres. Und wir hatten im ersten Teil das Sternzeichen Steinbock durchgenommen, weil Sonne im Steinbock ist sozusagen das Geburtstagskind des Monats, aber auch Quartalshoroskop, weil es eben ein kardinales Quadrat ist und das ist eben das letzte Jahresviertel, was hier jetzt angesprochen wird. Es ist das Winterjahresviertel und dann haben wir hier um den 20.03. dann den Beginn des neuen Jahres. Interessant ist, dass wir hier am Aszendenten Skorpion Akrux haben, ja, was ich im ersten Teil ausdrücklich erwähnt habe. Wir haben hier ungefähr auf 12 Grad und 10 Minuten das Sternbild Akrux und wir haben einen Aszendenten auf 15 Grad 33, also ich sage in der Nähe, ja, also in der Nähe des Aszendenten, deswegen bemerkenswert, weil es eben hier bei diesem Horoskop um Saturn geht, ja, und Saturn wird gefeiert, aber über den Umweg sozusagen der Sonne, die eben vom 21. bis zum 24. stationär war, was wir im ersten Teil schon besprochen haben, und eben dann hier im Zusammenhang mit dem Sternbild Crux Australis. Was ich hier gelesen habe über die römischen Saturnalien, es war ein mehrtägiges Fest zwischen 17. und 23. Dezember, und wenn ich hier lese Opfer und große Gelage, dann wissen wir schon, was damit gemeint sein könnte. Opfer und Lebensenergie hängt auch immer sehr eng miteinander zusammen. Also das heißt, hier dürften sich dämonische Entitäten gütlich getan haben. Was ich im ersten Teil vergessen habe zu erwähnen, wir haben im Sternzeichen Steinbock auch noch Pholus. Der befindet sich auf 7 Grad 44, kann man hier nachlesen. Pholus 7 Grad 44, also fast 8 Grad. Und das bedeutet, dass in den nächsten Tagen eben vom 22. an gerechnet, in Richtung Neujahr, falsches Neujahr hingehend, dass die Steinbock-Geborenen eben mit unüberlegten Handlungen, mit Kontrollverlust konfrontiert werden könnten. Das heißt, sie könnten auch in unerwartete Grenzsituationen kommen. Und ja, Volksgenossen, Sie befinden sich hier an der Staatsgrenze zu Takatuka-Land. Ja, richtig, genau. Und diese Unfallgefahr, ja, weil es ist meines Erachtens indirekt eine Unfallgefahr, wird hier konkret angesprochen. Hier geht es jetzt um die Stiergeborenen. Venus, Uranus in Opposition. Das könnte natürlich auch für eine erhöhte Unfallgefahr stehen. Auch wenn dieser Aspekt schon vorüber ist, sollte man trotzdem darauf achten, denn wir sehen hier, dass die Venus auf dem Fixstern, ja, das ist der mit dem schwierigen Namen, wer ist der, U0 Kai oder so ungefähr, auf Alpha Serpentis steht. Also das heißt, hier geht es dann auch darum, dass man eben mit schwierigen Situationen konfrontiert wird, unter anderem auch mit erhöhter Unfallgefahr. Und das eben betrifft Stiergeborene deswegen besonders, weil die Venus, Herrscherin des 7. Hauses, aber auch große Nebenherrscherin des 6. Hauses, im 1. Haus wird. Zunächst einmal bedeutet das für die Stiergeborenen, ja, ich habe das Pferd von hinten aufgezäumt, Stiergeborene sind in den nächsten Monaten, drei Monaten in erster Linie im 6. Haus, im Haus der Arbeit, im Haus des Fleißes. Das wissen wir von den Stiergeborenen, die sind meistens sehr, sehr fleißig und arbeiten sehr konstant, weil sie eben an einem, wie sagt man, Vermögen arbeiten, das sie aufbauen wollen. Der Stier kann sehr, sehr ehrgeizig sein, also, und auch ein sehr, ist aber auch ein sehr lebensfroher Mensch. Wir sehen also Großteil des Sternzeichens, der richtige Großteil des 6. Hauses sind im Sternzeichen Stier, aber Spitze Stier ist im 7. Haus. Und das heißt, für die Stiergeborenen geht es in den nächsten Monaten besonders um Beziehungserfahrungen, aber auch um die Absicht, aus dieser Beziehung Herrscher von 7 in 1 nicht nur persönlich zu profitieren, sondern Herrscher von 7 in 1 bedeutet kurioserweise, dass man dann wieder
seine Selbstständigkeit bekommen möchte. Also die Aussage geht hier natürlich auch, bitte um Verzeihung, in Richtung Trennung. Warum? Herrscher von 7 in 1 könnte natürlich für den eigenen Weg stehen. Man möchte wieder das erste Haus, man möchte wieder widerhafter selbstständiger werden. Also das heißt, hier könnte es, oder sagen wir so, zu Lockerungen von Beziehungen kommen, muss nicht gleich die Trennung sein, aber wir sehen auch hier über die Opposition zwischen Venus und Uranus, eingeschlossener Herrscher des dritten Hauses, dass es hier auch in Beziehungen um Meinungsverschiedenheiten durchaus gehen kann oder gehen wird. Drittes Haus steht eben für Ansichten, für Einstellungen. Und wir sehen eben generell Herrscher von 3 in 7. Uranus bringt schon eine Elektrizität, bringt schon sozusagen mächtig Bewegung in diese Beziehungsthematik hinein. Und hier wäre es dann natürlich vielleicht auch gut, dass man anstelle zu streiten oder sich zu trennen, dass man vielleicht ja kurze Ausflüge macht, das dritte Haus steht auch für kurze Reisen, dass man es konstruktiv löst oder dass man geistig gewisse Dinge löst. Das muss jetzt nicht unbedingt der Kreuzworträtsel sein, entschuldige. Kann auch ein Sudoku sein, ja durchaus. Also das heißt, dass man hier eben miteinander Gedanken austauscht. Aber wie wir hier sehen, haben wir hier auch das Momentum, Verzeihung, das Momentum wegen der Opposition des Verlustes. Ja, das ist immer das Thema. Bei Oppositionen haben wir eben dann diese Verlust-Kompromiss-Thematik mit an Bord. Ansonsten sehen wir im Stier den Mond, ganz frisch im Stier zum Trigon. Also das heißt, wir sehen hier schon einmal eine Brücke aus dem Sternzeichen Stier in das zweite Haus herunter. Logisch, also das ist auch eine klare Verbindung eben von Arbeit und Geld, weil die wenigsten arbeiten gerne für Gottes Lohn oder als Fronarbeiter. Ich glaube, naja, die Zeiten könnten wieder, aber was auch immer, ja. Und wir sehen hier dieses Thema Herrscher von 9 in 6. Im ersten Teil habe ich gesagt, die Wahrheit über die Krankheitsthematik. Es könnte aber auch viel banaler bedeuten. 9. Haus steht für Freiheit, 6. Haus steht am Arbeitsplatz. Das heißt, für Stiergeborene kann es zum Beispiel in den nächsten Monaten angezeigt sein, dass sie sich beruflich, 6. Haus, 9. Haus, selbstständig machen, weil man eben hier mit dem 9. Haus keine Vorgesetzten über sich duldet. Also das ist nur so ein Gedankengang gewesen. Wir sehen auch gleichzeitig, wie gesagt, die Wechselwirkung Mond strahlt hinunter ins zweite Haus, aber auch der Herrscher des 6. Hauses Mars steht ebenfalls im 2. Haus und der Mars ist der Hausherr des 6. Hauses, auch wenn der überwiegende Teil des, oder was heißt über 90% des 6. Hauses im Sternzeichen Stier stehen, ist der Stier trotzdem nur Nebenherrscher, denn eindeutig Spitze 6. Haus im Sternzeichen wieder. Schauen wir uns einmal die Spitze des 6. Hauses an, weil ich glaube, das ist für insbesondere für Selbstständige gar nicht unwichtig. 28 und 11 Grad im Widder, das bedeutet 27, 30 bis 30 Grad. Und hier könnte die Gefahr bestehen, ja, dass man gewisse Dinge zu verträumt, Fische gerade. Ja. Wir haben hier Spitze 6. Haus auf Fische gerade, dass man gewisse Dinge zu verträumt sieht oder einfacher ausgedrückt, dass man nicht die Realität sieht. Das heißt, man ist zu sehr getrübt oder zu sehr fasziniert vom Gedanken des Freiseins. Aber bitte auch bedenken, Mond ist gleichzeitig auch großer Nebenherrscher des 8. Hauses. Das heißt, hier könnte die Gefahr einer Fehlentscheidung vorliegen. Deswegen bitte, liebe Stiergeborene, wenn du beruflich eine Veränderung in Richtung Selbstständigkeit oder was auch immer zu unternehmen gedenkst, überprüfe das Ganze noch einmal, ja, weil wir haben hier eben wegen der Spitze 6. Haus auf Fische geraden, aber auch wegen der Nebenbeherrschung des 8. Hauses durch den Mond eben das Momentum der Gefahr. Natürlich kann das auch bedeuten, ja, wenn du dich jetzt als Bestatter selbstständig machen willst, na gut, dann gelingt das Ganze wieder. Ja. Okay, das war etwas zynisch, aber man kann es durchaus so interpretieren, denn das 8. Haus steht auch für Friedhöfe. Und wie wir wissen, hat sich dort noch niemand beschwert. Wir haben den Jupiter als Herrscher des 2. Hauses im 6. Haus, Herrscher von 2 in 6, ist, naja, von der Grundaussage würde es bedeuten, dass Arbeit Sicherheit bringt. Ja? Herrscher von 6 in 2 könnte bedeuten, also Arbeit bringt Geld, aber eben man strebt, ich würde eher sagen, Herrscher von 2 in 6 kann dann natürlich auch bedeuten, dass man hier eben, naja,
investiert, ja, weil zweites Haus steht ja für Geld, ja, für Finanzen. Und wo der Herrscher vom zweiten Haus steht, dorthin wird Geld investiert. Also das heißt, es kann durchaus auch sein, dass eben für Stiergeborene jetzt ein Investment im Beruf, eben hier haben wir die Selbstständigkeit wegen Mond, Herrscherin des neunten Hauses im sechsten Haus angedeutet, dass eben hier Investitionen bezüglich Selbstständigkeit anstehen. Aber auch hier bitte unbedingt aufpassen. Unbedingt aufpassen, denn der Uranus, ja, im Sternzeichen Stier, auch wenn er rückläufig ist, ist jetzt nicht der angenehmste Geselle, ja, das wissen wir. Die Stiere leiden darunter, glaube ich, sehr. Aber der Jupiter, auch noch rückläufig als Herrscher des zweiten Hauses im sechsten Haus, birgt die Gefahr einer Fehlinvestition. Also bitte, liebe Stiergeborenen, aufpassen und alles dreimal, viermal überprüfen. Zur Not auch von mir ist einen, ja, ich möchte das Wort Fachmann oder Experte nicht mehr in den Mund nehmen, sagen wir mal so, jemanden konsultieren, der sich auskennt. Formulieren wir es mal so. Gut, also das bedeutet, wir haben hier natürlich ziemliche Verspannungen, ja, denn wir sehen auch, die Venus, Herrscherin des siebten Hauses im Skorpion, ohnehin schwierig gestellt aus Sicht der Stiergeborenen, steht im Halbsextil zum Mars, ja, Mars, Herrscher des sechsten Hauses. Das heißt, wir sehen hier, dass es hart wird, ja, dass es Schwierigkeiten im Beruf gibt. Das sehen wir hier, Halbsextil, sagt man, ist ja der Überlebenskampf. Ja. Also das heißt, oder Halbsextil kann man auch dahingehend interpretieren, dass man sagt, man braucht sozusagen neue Werkzeuge, die jetzt gebraucht werden. Das heißt, man braucht ein neues Repertoire, ein neues Inventar oder ein paar neue, wie sagt man, ein neue Bohrer für den Akkuschrauber. Gut, Scherz beiseite. Also das heißt, Stiergeborenen bitte aufpassen, aber ansonsten, dem Stier geht es wegen der Trigonbeziehung zum Sternzeichen Stier, Steinbock, die haben auch Herrn, zum Steinbock geht es den Stiergeborenen natürlich in der Steinbockzeit gut, also ich möchte es nicht schlecht reden und wir sehen auch, dass außer der schwierigen Besetzung Uranus im Sternzeichen Stier, welche dann am 26. April 2026 zu Ende sein wird, das dauert noch ein bisschen, und wegen Venus, Herrscherin von des Stieres im Skorpion, haben wir eben hier zwei leichte Spannungspunkte, aber ansonsten haben wir weder aus dem Löwen noch aus dem Wassermann ein Quadrat. Gut, ich würde sagen, wir gehen dann weiter in das Sternzeichen Jungfrau und schauen, was wir dort als drittes Erdzeichen im Bunde herauslesen werden. Ende.